Einen wunderschönen, verregneten guten Morgen hier aus Temeswar in Rumänien. Es ist jetzt kurz nach 5. Wir haben, wie ihr seht, bereits aufgesattelt mit dem neuen Auftrag, den wir für heute erhalten haben. Und ja, ich zeige euch mal, was es noch zu sagen gibt. Wie üblich, erst ein Blick auf unseren Truck. Das mit dem Reifenverschleiß ist ja ein neues Feature. Da muss ich jetzt erstmal abwarten, ab wann der da wirklich irgendwelche Probleme macht. Also ich habe es jetzt bei anderen gesehen, habe auch selbst schon ausprobiert, also schon mit deutlich über 20% Verschleiß da gefahren und ist an sich bis jetzt kein Problem. Da muss man jetzt mal abwarten, wie das Programm oder das Spiel dann reagiert und ab wann da wirklich Probleme auftreten, ab welcher Verschleiß. Prozentzahl, das müssen wir mal abwarten. Gut, allgemein zum Truck. Ist der Graz 258 mit 6x4 Fahrwerk, 710 PS Maschine, 12-Gang-Retardergetriebe und 1200 Liter Tank. Tanken müssen wir ja, heute wahrscheinlich oder zumindest jetzt auf der Tour jetzt noch nicht, aber müssen wir schauen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, werden wir auch mal tanken. Und der Auftrag lautet, wie gesagt, stehen wir in Temeswar in Rumänien. Und wir wollen ja in Richtung Heimat, also in Richtung Jassy uns zumindest grob bewegen. Und da haben wir jetzt diesen Auftrag hier bekommen, 21 Tonnen Eiskaffee in Dosen nach Ploiești zu transportieren. Das sind 534 Kilometer und ist mit gut 7,5 Stunden veranschlagt. Wird natürlich deutlich länger dauern vermutlich. Wenn ich mir die Strecke so anschaue, dürfte da ein bisschen Gekurve drin sein. Und ja, wie gesagt, müssen wir dann mal schauen. Aber ich möchte halt heute dann auf jeden Fall noch einen Anschlussauftrag haben. Oder beziehungsweise ich muss ja heute Abend hatte ich euch ja in der letzten Folge erzählt, in Jassy sein, damit ich morgen das Geschäft abschließen kann mit dem alten Auflieger und dem anderen Truck. Und deswegen will ich auf jeden Fall heute noch bis Jassy fahren. Ob jetzt mit Auftrag oder ohne, wird sich dann zeigen, sobald wir diesen hier erledigt haben. Gut, der langen Rede kurzer Sinn, wir legen jetzt los. Fertig zum Losfahren. Das ist gut erkannt, Helga. Vorne, vorne. Müssen wir durch dieses Tor. Bleiben. Biege nach links ab. Ist nicht schön, dass wir so ein Sauwetter hier erwischen. Was ist mit dir? Mir ist es lieber, wenn sie weiterfahren, als wenn sie stehen bleiben, muss ich gestehen. Da weiß man, woran man ist. Sagt er jetzt 13 Uhr ungefähr Ankunftszeit? Ja, also ich denke mal, vor 14 Uhr werden wir das nicht schaffen. Wahrscheinlich eher später werden. Wenn wir heute Abend relativ oder werde ich heute Abend relativ spät in Jassy ankommen. Ob wir da mit Auftrag ankommen, also zusammen, oder ob ich da jetzt ohne Auftrag hinfahre, das müssen wir dann sehen. Mit Auftrag wäre mir naturgemäß lieber. Immer geradeaus. Schönes Sauwetter heute.
halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Na, wo zockst du hin? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Eine Stunde unterwegs, nur um aus dieser Stadt rauszukommen hier. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Die riesige Metropole Temeschwar. Immer geradeaus. Konnten sie sich auf jeden Fall leisten. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ah, jetzt hält's doch auf. Das ist doch schon viel angenehmer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Die Trucker haben ja erzählt, dass die, zumindest die Deutschen,
LKW alle bei 90 abgeregelt sind. Das heißt, die können schon technisch gar nicht schneller fahren. Das jetzt für europaweit gilt, weiß ich jetzt nicht. In Deutschland auf jeden Fall. Das ist ja auch hier im ETS standardmäßig so eingestellt. Man kann es aber abschalten, was ich auch getan habe, was ich sehr, sehr selten ausnutze. Ich denke mal, 90 ist schnell genug mit dem Truck. Es gibt ja jetzt schon permanent die ersten, soll man denn sagen, Vorschau-Geschichten auf die neue ETS-Version 1.50. Da soll ja teilweise zumindest dann schon mal die Grafik-Engine überarbeitet werden. Ja, komm, fahr, Junge. Sollen auch einige Kartengeschichten überarbeitet werden. Und ja, müssen wir halt mal schauen, wie schnell da dieses Mal SCS dann schon wieder die nächste Version nachschiebt. Das heißt, es wird dann vermutlich, es geht ja meistens einher auch mit einem neuen Karten-DLC. Das nächste soll ja Griechenland sein. Ich weiß jetzt nicht, was ProMods so vorhat, wenn die jetzt wirklich relativ schnell eine neue Version und den Griechenland-DLC nachschießen. Und ProMods ist ja noch am Basteln an der Geschichte überhaupt die. Ja, jetzt musst du natürlich nochmal Gas geben, Junge. Ist ja noch dran die Integration vom Westbalkans-DLC hinzubasteln. Und wenn die jetzt wirklich einigermaßen schnell von der SCS-Seite da schon wieder was Neues bringen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es für diese 1.49er-Version, ja, was für ein Drop, dass es für diese 1.49er-Rechts Version halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. gar keine weitere Promo-Version geben wird, dass sie das dann mit der 1.50er machen. Nimm die Ausfahrt rechts. Weil Griechenland ist ja auch promotseitig. Ich weiß nicht, ob die überhaupt was gemacht haben in Griechenland, aber es gibt ja insgesamt nur in Nordgriechenland so ein paar Städte und das war's dann. Und was davon Promo, ob davon überhaupt irgendetwas Promots ist, weiß ich nicht. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das heißt, wenn Promots den Westbalkans-DLC integriert hat, dürfte es nicht mehr so furchtbar viel Arbeit sein, dann Nimm diese Ausfahrt. auch Griechenland anzuschließen und dann eine kompatible Version zu liefern. Das heißt, dass ich halte es momentan für relativ wahrscheinlich, dass die nächste Promo-Version dann für die 1.50 sein wird. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Überarbeitungen, die SCS da für bestimmte Kartenbereiche angekündigt hat, auch auf ProMods auswirken. Wird sich sicherlich irgendwie auswirken, aber wie stark die Auswirkungen sind, das kann ich nicht einschätzen, kann kein Außenstehender einschätzen, denke ich mal. Sagt, hier gibt es Zicke-Zacke. Das haben wir schon auf der Karte gesehen. Dass man hier mit relativer Sicherheit nur selten die erlaubte Geschwindigkeit wird fahren können. Und der Feuerwehrmann da hinten ist ziemlich nervös. Da muss er selbst sehen, wie er mit zurechtkommt. Jetzt hängt er schon wieder auf der linken Spur.
es ist momentan alles noch Zukunftsmusik. Wir werden sehen, ich muss dann jetzt rechts nur abbiegen. Ein bisschen aufpassen. Ich mache es ja im Normalfall so. Biege nach rechts ab. Verkehrssituation achten. Ja, ich mache es ja normalerweise so, dass ich dann mir ein bisschen Zeit lasse mit der neuen Version und dann erstmal die alte Version einfriere, die bei mir funktioniert. Und mir dann die Zeit nehme, erstmal die Mods alle zu sammeln für die neue Version. Und erst wenn ich die mir wichtig sind, alle gesammelt habe, dann auch das Update auf die neue Version zu machen. Ich werde also jetzt sicherlich noch ein Weilchen, selbst wenn die 1.50 jetzt einigermaßen rasch kommen sollte, noch ein Weilchen auf der 1.49 fahren. So lange gibt es sie ja auch noch nicht. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das wäre halt schon schön, wenn Promotz die Geschichte dann wieder gerade ziehen würde, dass man wirklich auch mit der aktuellen Version allen verfügbaren DLCs dann auch fahren könnte mit Promods. Das war ja jetzt durch diese Geschichte mit dem Westbalkans DLC schon eine ganze Weile nicht mehr so. Da hat es wohl Promods etwas überrumpelt mit der Geschwindigkeit, mit der das vonstatten gegangen ist. Aber der Griechenland-DLC, der könnte richtig spannend werden. Das ist, je nachdem, wie sie das erschlossen haben, auch mit den ganzen Inselchen und dem ganzen Kram, ob sie das gemacht haben oder ob sie jetzt sich nur auf die hauptsächlichen Geschichten beschränkt haben. Das müssen wir dann mal abwarten. Aber gibt es ja auch durchaus große Inseln, Kreta oder sowas, die dazugehören. Schon eine Menge Möglichkeiten. Und vielleicht wird sich ja dann Promotz dann auch daran machen, das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern und mehr Städte dazu zu basteln und sowas, wie man das von Promotz eben kennt. Fände ich auf jeden Fall super. Aber das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei. Ich denke mal, das wird schon noch ein Momentchen dauern, bis die 1.50 und dann der Griechenland DLC kommen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt innerhalb der nächsten 4 Wochen passieren wird. Aber im Frühjahr bin ich mir ziemlich sicher. Also ich denke mal, vor Mai wird das auf jeden Fall passieren. Vielleicht gibt es ein Osterei. Ostern ist ja früh dieses Jahr. Yeah.
startet eine. Hübscher großer Fliegemann. Oder landet. Wie aus wird er landen? Investieren okay, wir eine mal neue Route finden. In eine Tankfüllung. Tank ist das dann schon wirklich immer eine Investition. 1400 Euro Schluchz. Fertig zum Losfahren. So, dann geht's jetzt weiter, nachdem wir 1400 Euro, also doppelt so viel wie wir für diesen Auftrag. Erhalten werden, in eine Tankfüllung investiert haben. Damit kommen wir dann mal wieder eine Weile um die Ecken. Gerade mal noch ein bisschen in der Discord-Community gewesen bei Daniel W. in dieser Pause, die ich eben gemacht habe. Und ja, die Leutchen sind schon ganz heiß auf die neue Version wegen der neuen Grafik-Engine, die da angekündigt wurde. Ja, warten wir es mal ab. Es soll ja jetzt noch erstmal nur ein Teil wohl da in der 1.50 verändert werden, also noch nicht der komplette Unterbau. Ist ja im Prinzip dann fast ein neues Spiel. Gespannt bin ich darauf auch, aber es wird natürlich mit relativer Sicherheit auch zur Folge haben, dass die Hardwareanforderungen deutlich steigen. Und dann will ich hoffen, dass ich mit meinem Rechner hier dann überhaupt noch zurande komme. Das werden wir dann sehen.
Ich habe jetzt hier Settings gefunden, die mit denen mein Rechner gut zurechtkommt, mit denen ich auch ein bisschen längere Touren dann mal fahren kann, ohne dass ich immer mal neu starten muss. Aber irgendwann. Aber irgendwann werde ich dann auch, vermutlich dann auch nicht mehr dran vorbeikommen. Obwohl der Rechner jetzt erst ein knappes Jahr alt ist, aber da habe ich ein bisschen. Meine Unerfahrenheit, was Gaming angeht, vielleicht ein bisschen zu niedrig in die Kiste gegriffen damals. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das buchen wir dann unter Lehrgeld. Neu berechnen. Jetzt wird die Straße besser, wie wir sehen. Neue Route finden. Hier falsch abgefahren gerade? Eigentlich nicht, oder? Gab doch gar keine andere Möglichkeit. Ihr geredet auch manchmal Blech. Kurvig. Also es wird schon am späteren Nachmittag werden, bis wir da ankommen. Dementsprechend wird es heute Abend spät werden, noch nach Chassy zu fahren. Fällt mir nicht sehr gut. Ich wollte eigentlich. Oh, ist jetzt aber richtig. Voila. Meine Fresse. Ich wollte nämlich eigentlich heute Abend mich noch mit meinem Steuerberater und meinem Dolmetscher noch ein bisschen zusammensetzen. Aber wenn ich da jetzt erst abends spät da ankomme, kann ich die Leutchen dann auch nicht mehr behelligen. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich nachher von unterwegs mal telefonisch machen müssen. Wo ich denn Empfang habe, was auch nicht immer gegeben ist hier. Immer geradeaus. Oh, ist aber hübsch hier. Nur wegen der kurvigen Straße. Aufpassen, wenn man hier in die Landschaft schaut. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Boah, was hält er wieder an? Hey, du fährst wieder los. Stausee. Welche Staustufen hier?
gefahren, bevor es uns hier wieder auf die Gegenfahrbahn haut. Wir haben Glück gehabt, dass keiner entgegenkam. Jetzt hat es massiv gescheppert. Ikea ist überall unterwegs. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, holla. Das ist ja auch wieder eine fantastische Verkehrsführung hier. Also manchmal hat man den Eindruck, dass hier eine Menge Gestörte am Werk sind, was die Verkehrsführung angeht. Mein Gott, habt ihr sowas schon mal gesehen hier? Sehe ich nicht. Kommen, das so zu lösen. Boah. Kann ja nicht wahr sein. Ich hoffe, wir haben Zeit verloren haben hier. Boah, das wird übel heute Abend. Irgendwann mitten in der Nacht in Jersey ankommen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hier. Biege nach rechts ab. Wir fahren hier permanent zickzack über diesen Fluss, einmal hin und einmal zurück. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, da blinkt der rechts und fährt geradeaus. Oh. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Und immer Endhändler, ist das nicht schön?
schaut mal da auf das Navi, wie die Strecke weitergeht. Alle Welt. Boah, da kann ich überhaupt keine weitere Tour mehr fahren. Da kann ich nur noch direkt nachher direkt ohne Fracht nach Jersey durchbrausen, so schnell wie es geht. Das. Habe ich mir eine tolle Tour ausgesucht. Es war ganz schön an sich, aber die kostet natürlich Zeit ohne Ende. Bergen. Das dürften vermutlich die Karpaten sein hier. Ich nachher mal schauen. Sollten nur ursprünglich ankommen. 1 Uhr oder so. Jetzt ist es 2. Wir sind noch lange nicht da. Serpentinenkreisen ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt geht's wieder abwärts. Was fährst du denn auf der linken Spur, du Hirni? Falsche Taste. Jetzt sind nur noch 80 erlaubt. Das bedeutet noch mehr Zeitverlust. Da sind wir inzwischen 18 Uhr. Da haben wir schon 5 Stunden Zeit verloren jetzt. Das ist unglaublich. Und es nimmt kein Ende mit den Serpentinen.
habe mir schon gedacht, dass die Strecke jetzt nicht immer geradeaus geht, aber das hier habe ich nicht erwartet. Bitte links halten. Habe ich den Eindruck, Helga wartet nur darauf, dass ich nach rechts fahre, um dann zu sagen, bitte links halten. Zeit verlieren. Über 2 Stunden. Jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich da eben an dieser einen Stelle vielleicht mal falsch abgefahren bin und deswegen die Strecke so viel länger geworden ist. Wie viel ich wirklich gefahren bin, wie viel ursprünglich veranschlagt war. Da kann man es dann sicherlich sehen, zumindest was jetzt die Entfernung angeht. Dass wir viel mehr Zeit gebraucht haben, ist völlig klar. Wird das ein langer Tag werden heute für mich zumindest. Ja, das sind schon noch ein paar hundert Kilometer bis Jassy von unserem Zielort aus.
Ja, jetzt schon wieder auf mit der zügigen Fahrerei offensichtlich. Bitte rechts halten. Bukarest sind wir jetzt. In der Hauptstadt. Und die Kreisverkehrerei geht wieder los. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Du Scheiße. Jetzt könnte man mal fahren, da darf man nicht. Ich fahr wieder vorbei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Also, Kreisverkehren haben sie ja wirklich auch nicht gespart hier. Nimm diese Ausfahrt. Ich glaube, ich muss nachher mal wieder ein bisschen ATS fahren. Das ist fast keine Kreisverkehre. Und der nächste. Unglaublich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Könnte ja eigentlich auch die Kreisverkehre direkt ineinander übergehen lassen. Das wird sicherlich auch hübsch aussehen. Könnte man sich dazwischen die Straßen sparen. Nimm diese Ausfahrt. Aber Kreisverkehr ist ja die Lösung für alle Verkehrsprobleme. Viel besser als Ampeln. Jetzt könnte man fahren, jetzt darf man nicht. Jetzt kommen wir in den Ort rein, dann ist das statt 50, 70. Das ist auch interessant. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Also ich denke mal, vor 8 Uhr werden wir nicht da sein. Biege nach links ab. Wir stehen nämlich schon wieder an der Kreuzung ohne Ampel. Und eine vierspurige Straße. Dann ziehen wir mal die Bremse an. Bereiten uns auf eine Übernachtung vor.
drauf. Ein bisschen unverschämt fahren hier. Ja, 38 Kilometer. Mit dem Tempo ist das noch eine Stunde. Immer geradeaus. Ich fahre ja wirklich gern Landstraße. Aber ihr werdet mir jetzt so langsam anmerken, dass ich ein bisschen genervt bin. Weil das war auch ein bisschen arg heftig. Und vor allem, wenn ich bedenke, dass ich eigentlich jetzt schon bald in Jassy sein wollte. Habe ich noch nicht mal die Hälfte dieser Strecke zurückgelegt heute. Da habe ich den falschen Auftrag. Ach, wir sind schon wieder bei 50. Mein Gott, jetzt ist die Straße mal so, dass man fahren könnte. Ja, da habe ich wohl den falschen Auftrag ausgesucht. Es gab noch einen anderen, der allerdings ein bisschen weiter südlich geführt hätte, wo ich von da aus noch eine weitere Strecke gehabt hätte bis nach Jassy. Aber wenn die Strecke da ein bisschen besser war, wäre ich da schneller gewesen vermutlich. Aber unser Ziel kommt in Sicht. Jetzt haben wir zum ersten Mal das rote Fähnchen auf dem Navi. Ja. Es war zumindest interessant heute bisher und ich werde jetzt mal sehen, wie ich das Ganze dann geregelt bekomme. Es wird sicherlich spät werden, bis ich nach Jassy komme, ob ich jetzt dann noch einen Auftrag mir suche oder ob ich einfach gleich weiterfahre. Ich glaube, die Zeit, den Auftrag zu suchen, spare ich mir, weil sonst wird es wirklich mitten in der Nacht. Es wird so schon spät genug sein. Einen riesen Karre halb auf der Straße. Da vorne muss ich links, wie mir alles deischt. So, jetzt ist ein Kreisverkehr. Natürlich ist es ein Kreisverkehr. Das andere wäre auch erstaunlich gewesen. Ach Leute. Kilometer. Jetzt hängen wir hier an diesem Scheißkreisverkehr. Sorry. Aber so langsam nervt es ehrlich. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Jetzt wirst du fährst in deiner Schimmelkiste. Thank you.
biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ich möchte mich schon mal bei euch bedanken, dass ihr mich auch heute ertragen habt mit meiner Übellaunigkeit, die aber erst während der Fahrt entstanden ist. Jetzt sind wir gleich da und es ist 19 Uhr und ich muss jetzt dann sehen, wie ich jetzt hier weiterkomme. Links halten und dann links abbiegen. Links halten und dann links abbiegen, wo denn? Falsch eingeordnet. Fahrfeuerwehr. Bevor ich dir in die Seite fahre. Biege nach links ab. Daxa, da steht's. Ist egal. Ja, wir sind am Ziel. Endlich. Es ist vorbei. Mit nur 6 Stunden. Verzögerung. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr euch auch köstlich amüsiert über meine Schimpferei. Ja, bleibt mir gewogen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Gerne jeden Kommentar. Und passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.